Heute backen wir einen saftigen und cremigen Ananaskuchen und zeige euch die Zutaten dazu. Für den Teig brauchen wir 100 ml Öl, 100 ml lauwarme Milch, 220 g Mehl, 4 Esslöffel Kakao habe ich, dann ein Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen Backpulver, 200 g Zucker, ihr könnt mehr oder weniger nehmen und 4 Eier. Zuerst habe ich die Eier mit dem Zucker und Vanillezucker cremig geschlagen, bis die Farbe sich geändert und auch heller geworden ist. Und hier könnt ihr dann auch die Konsistenz richtig sehen. Jetzt gebe ich das Öl und die Milch noch mit hinein. Ich habe dann das Mehl, Kakao und Backpulver schön miteinander vermischt und nach in die Eimischung hineingegeben und den Teig vorbereitet. Hier braucht ihr nicht sehr lange zu mixen. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit einem Löffel einfach vermischen. Ich habe den Teig dann in eine Springform hineingegeben, in eine viereckige und dann im vorgeheizten Ofen bei 170 Grad so ungefähr 40 Minuten gebacken. Ich werde jetzt zwei Packungen Paradiescreme mit kalter Milch schlagen. Ich habe mich für Zitronengeschmack entschieden, weil das ja auch zu Ananas sehr gut passt. Ihr könnt natürlich auch eine andere Sorte nehmen nach eurem Geschmack. Der Kuchen ist jetzt auch aus dem Ofen raus und ich habe den vollständig auskühlen lassen und einmal in der Mitte durchgeteilt. Übrigens ist der Kuchen richtig schön saftig geworden. Jetzt werde ich den unteren Boden mit frischem Orangensaft einweichen. Ihr könnt natürlich auch Orangensaft kaufen, aber ich finde, das schmeckt besser mit frischen Orangen. Jetzt gebe ich die Creme darüber und streiche das einmal glatt. Ich habe jetzt die ganze Creme darüber gegeben. Jetzt gebe ich Ananasscheiben darüber. Ich habe jetzt Ananas aus der Dose genommen und schlage nochmal zwei weitere Packungen Paradiescreme. Und diesmal habe ich mich für Karamellgeschmack entschieden. Ihr könnt natürlich beliebig jede Sorte nehmen. Ich finde, das passte super mit dem Ananas und den strunigen Paradiescreme-Geschmack. Jetzt werde ich den oberen Boden in Streifen schneiden und diese dann über den Ananas verteilen, immer mit Abständen, sodass zwischen den beiden immer eine Lücke bleibt. Und diese Lücke werde ich dann mit der Karamellcreme füllen. Und alles, was übrig bleibt, werde ich einfach zerbröseln und über den Kuchen verteilen. Jetzt fülle ich die Lücken mit Karamellcreme und was übrig geblieben ist, habe ich dann einfach über den Kuchen gegeben und glatt gestrichen. Und die restlichen Streifen habe ich dann einfach mit den Händen zerbröselt und über den Kuchen gegeben. Erstens wollte ich nicht, dass das jetzt verschwendet wird und zweitens passte das auch wirklich super über den Kuchen. Ihr könnt das natürlich auch anders dekorieren und das sah auch optisch sehr gut aus. Ich habe den Kuchen dann für eine Nacht in den Kühlschrank gegeben. Wenn ihr keine Zeit habt, könnt ihr das natürlich auch 3 bis 4 Stunden im Kühlschrank lassen. Dann habe ich das nächsten Tag rausgeholt und geschnitten und natürlich auch für euch probiert. Auch für mich natürlich. Das war richtig, richtig lecker, kann ich euch sagen. Richtig cremig, saftig. Also das beste Kuchen, was ich in letzter Zeit gegessen habe. Das wäre es dann eigentlich auch heute von mir. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefällt. Probiert das unbedingt aus. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.